Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Fall Guys. Und zwar ist gerade das Free-for-All-Jubiläum. Heißt, Fall Guys gibt es jetzt seit einem Jahr kostenlos auf Epic. Und da kann man so ein tolles Cheerleader-Kostüm holen. Dafür müsste ich allerdings einmal in Trupps gewinnen oder in Extrem-Solos oder in Duos. Vor allem gewinnen einfach. Beziehungsweise bei Trupps muss ich nur ins Finale kommen. Das kann man noch schaffen. Allerdings, um beide Skins zu bekommen, müsste ich tatsächlich das Finale auch gewinnen. Es ist inzwischen 11 Uhr abends. Also seht es mir bitte nach, wenn ich ein bisschen müde bin. Als sonst vielleicht. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nicht in der nächsten Stunde schaffen sollte, mit einem Trupp da irgendwie zu gewinnen, dann kann mir dieses Jubiläum einfach mal an meinen Pusche liegen, süßen, kleinen, schweiflutschend. Weil dann muss ich leider zu Bett. Also beziehungsweise ich will um 12 Uhr nicht noch rumschreien. Sonst kommen noch die Nachbarn rüber und beschweren sich. So, wen haben wir denn im Team? Mit dem Razor habe ich gesehen und andere tolle Leute. Aber jetzt nerven die Namen gerade. Das ist ja zumindest mal eine Map, die ein bisschen easy ist. Achso, ich habe übrigens auch einen neuen Skin, falls ihr das gerade seht. Den kann ich euch später auch nochmal zeigen. Ein bisschen nach vorne pushen wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, geil. Das ist der taktische Voranschubser. Das war der taktische zur Seite-Schubser. Doppelt. Denn doppelt hält besser. ich habe auf jeden Fall einen neuen Skin. So ein, wie heißt das? Meerjungfrauen-Skin. Das heißt, ich habe keine Beine mehr. Manchmal sieht man die trotzdem. Das ist dann so ein bisschen verbuggt. Das ist ganz komisch. Oh Gott, komme ich hier durch, ohne getroffen zu werden? Gut. Ja, ist ganz witzig, weil man dann einfach keine Beine mehr hat. Sieht witzig aus. Ich habe aber trotzdem noch meinen Zirkusdirektor-Anzug an. Hier ist es, glaube ich, richtig dumm, über die Mitte zu gehen, weil man sowieso immer runtergeschmissen wird. Jeder. Ja, und ich falle doch noch ganz runter, oder was? Danke. Nee, da gehe ich nicht durch. Die Mitte ist so kacke, man verliert so viel Zeit. Es sei denn, man fliegt auf so eine Plattform hier. So wie der Typ. Okay, der wird jetzt auch weggeschoben. Aber so wie der Typ vielleicht. Oh Gott, nein, bitte schieb mich nicht weg. Oh, ich bin wieder so schlecht. Wir gucken schon zwei Leute zu. Sind meine ganzen Leute schon im Ziel? Oh, jetzt gucken wir drei Leute. Und ich falle runter. Ich falle runter, während wir drei Leute zugucken. Ich glaube, mein ganzes Team ist schon im Ziel. Ja, wir sind Zweiter. Ja, dann. Scheißegal, ob ich jetzt hier. Ja gut, das wollte ich jetzt halt nicht. Ich will halt trotzdem schon ins Ziel kommen. Wir sind zwar ziemlich safe schon in den. Ich komme nicht mal ins Ziel. Ich komme nicht mal ins Ziel. Oh mein Gott. Ja, genau, also das meinte ich. Deswegen bin ich in die Trupps gegangen. So, wen haben wir jetzt? Razor, irgendein Russen und Skidani. Skidani 7. Skidani 7 hat einfach den Skin von YOLO King. Ich habe vorhin schon mal probiert, im Duo mit dem Hakenzahn zu gewinnen, aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind ein paar Mal ins Finale gekommen, aber haben da dann verloren. Und da kamen auch schon große Fans dran. Und die kannte ich davor noch gar nicht. Jetzt habe ich die zwei, dreimal gespielt, aber ich kann sie trotzdem gar nicht. Ich finde das so schwer. Wenn man in dieser Map schnell sein will, dann fällt man so oft schnell runter. Und auf geht die Brigage! Sieht immer sau cool aus. Also eigentlich ist die Map nicht so schwer, aber keine Ahnung. Man will halt nicht auf diesen Vans stehen bleiben und stattdessen über diese kleinen Wege da gehen. Jetzt war mir das allerdings ein bisschen zu riskant. Ja, um da rüber zu kommen. Und wenn man das macht, dann schubsen einen andere Leute rüber oder man verpasst das irgendwie. Oder was weiß ich denn. Aber das ist auch das Coole an Fall Guys, dass es eben nicht alles so vorherbestimmt ist, was geschieht, nicht wahr? Also selbst wenn man Skill hat, gibt es immer noch diesen RNG-Faktor, der damit reinspielt. Das ist natürlich auch eine geile Taktik, einfach über die Vans hier rüberfliegen. Okay, der hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Hier sind wir aber gut, dass uns das Ding nicht wegschlägt. Aber... Nein! Oh Gott! Ich warte sogar... Nein! Also, ich hab's nicht gekommen, oder? Willst du mich komplett... Genau das meine ich. Ich war doch schon vor diesem Ding dran. Ich werde schon wieder Letzter. Mein Team muss mich carryen. Oh, nee. Alleine oder im Duo war ich viel besser. Okay, auf dieser Map jetzt vielleicht nicht. Aber komm, wir sind schon zweit. Das heißt, einer ist schon reingekommen. Bringt uns dieser Van hier was? Ja, ne? Kommen wir... Ja, doch. Kommen wir gut auf. Jetzt nur noch irgendwie easy ins Ziel kommen. Aber so wie ich mich kenne, schaffe ich das doch irgendwie zu sterben. Ah, das ist einfach ein Assassine. Wow, ich hab's geschafft. Werden wir einfach Zweiter? Sogar mit mir im Team? Ist ja komplett wild. Da, das ist nochmal der Meerjungfrauen-Skin in voller Gänze. Da habt ihr den auch mal gesehen. Qualifiziert. Nur ein Team rausgeflogen. Also ein Trupp. Lame. Und wisst ihr, was richtig sad ist? Die Pusheen-Skins gibt's nicht mehr. Die gab's ja, glaube ich, ganz zu Beginn. Zu diesem Jubiläumsding. Und jetzt haben die das... Also, als es Free-to-Play wurde, da war diese Pusheen-Skins, da gab es die einmal zu kaufen. Und jetzt zum Jubiläum haben sie es nochmal reingepackt. Und ich habe sie wieder nicht gekauft. Und jetzt kriege ich sie wieder nicht. I don't know.
So, Dschungelhüpferei kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber ich finde, Fall Guys macht allgemein immer noch super viel Spaß. Ach, ich wollte auch noch was erzählen. Und zwar, ich bin nicht nur müde, weil es jetzt hier spät ist, sondern ich bin noch von den Energy Drinks runter. Während ich hier richtig geil rumhüpfe. Ich krieg die alle mal. Ich glaube, ich habe das noch nie hinbekommen, dass ich da alle Jumps-Dinger hinbekommen habe. Weil ich gemerkt habe, ich werde vielleicht ein bisschen dick so um die Bauchgegend rum. Und das fand ich ein bisschen hässlich. Beziehungsweise, ich war ja in Berlin für das One Ok Rock Konzert. Und da gibt's ein Bild von mir und dem Kumpel und da hat man halt mega krass meinen Bauch gesehen und das fand ich richtig dumm und ich habe konkluiert, weil ich ja fast jeden Tag einen Energy Drink getrunken habe und da einfach 33 Gramm Zucker drin sind und anderer Scheiß, dass das vielleicht nicht gut ist, wenn ich jeden Tag so viel Energy Drinks trinke und deswegen habe ich das jetzt von einem auf den anderen Tag runtergesetzt, ja und bin jetzt auf eine, muss ich auf dieses Ding hier oben? Muss ich gar nicht, oder? Sind hier nicht auch? Ah nein, ich habe voll die Zeit verloren! Naja. Wieder Erster. Ey, mein Trupp ist richtig gut. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf einer Protein-Diät, sag ich mal in Anführungszeichen. Also ich versuche einfach viel mehr Protein zu mir zu nehmen wie vorher. Ich habe erst angefangen mit so 130 Gramm irgendwie am Tag. Das war aber viel zu viel, also wirklich viel zu viel. Das wäre fast das Doppelte meines Körpergewichts sozusagen. Und jetzt habe ich nur ein... sag ich euch das? Ein... Au! Ey, du blöde Erdbeere! Ein 1,2er Faktor genommen, heißt, ich will jetzt so 80 Gramm Protein am Tag zu mir nehmen. Und jetzt fragt euch, ja hä, aber nur weil du jetzt was anderes isst, wirst du doch nicht gleich schlank, boah! Oder andere denken vielleicht, Proteine haben was mit Sport und so zu tun. Mache ich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr. Aber an Protein ist vor allem geil, dass, also habe ich gehört, dass ein Viertel davon sofort verstoffwechselt wird. Und der Körper will nämlich lieber Fette und, wie heißen die anderen Dinger? Öpf. Hühnchen hilft mir nicht beim Nachdenken. Nicht Kalorien. Shit. Wie heißen denn die anderen Dinger? Kohlenhydrate. Kohlenhydrate und Fette will der Körper lieber abbauen als Proteine. Heißt, die nimmt er dann als Erstes. Und Proteine an sich werden halt zu 25% gleich verstoffwechselt. Heißt, es landet gar nicht so viel von den Dingern in deinem Körper. Weil der irgendwie mehr zu tun hat, um Proteine in Zucker umzuwandeln oder in Kohlenhydrate umzuwandeln. Ja, nee, in Zucker, ne? Statt Fette und Kohlenhydrate. Jetzt habe ich bestimmt ganz viel falsch erklärt. Ihr könnt mich gerne aufklären, wenn ihr da was Besseres wisst. Auf jeden Fall mache ich das jetzt seit 2 Wochen und fühle mich da recht gut mit. Und ich glaube... Wow, ich sterbe halt noch. Aber letzte Sekunde, das war mit Absicht. War mit Absicht, Leute, war mit Absicht. Wir sind trotzdem weiter, oder? Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich so viel geredet habe. Okay, gut. Puh. Aber jetzt sollte schon Finale sein, oder? Mit ein bisschen Glück. Ja, 3 Trupps sind noch da. Könnte Finale sein. Vorhin hatte ich ganz oft diesen Roller-Dingsbums. Die sich immer... Zehenspitzen. Das ist noch nicht das Finale. Die machen echt noch so ein RNG-Ding kurz vor das Finale, damit ein Trupp rausfliegt. Ja, auf jeden Fall fühle ich mich damit jetzt besser. Merke auch schon, dass mein Bauch ein bisschen dünner geworden ist. Das finde ich gut. Und kriegt das auch ganz gut hin. Das hilft vielleicht auch, dass man einfach nur trackt, was man so isst. Und das andere Tolle an Proteinen ist auch, dass man sich länger fit fühlt. Also nicht fit, aber vielleicht länger satt fühlt. Oh. Ich bin der Allerbeste. Alter, einfach mal auf gut Glück. Ja, natürlich folgen die mir alle. Oh, ich habe vier Dinge einfach gefunden. Ich bin einfach der beste Zehenspitzen-Dude ever. Ich finde das immer ganz cool, wenn man hier einfach ein bisschen rüberhüpft. Da war auf jeden Fall noch ein Feld. Kommt man dahin, ja. Oh, guck mal, mein Team nutzt das aus und fällt sofort wieder runter. Also, wenn ihr irgendwie Probleme habt mit Fett oder so, dann kann ich euch Protein-Diät empfehlen. Da muss man vor allem nicht mal direkt drauf achten, was man so isst, sondern einfach nur proteinhaltige Ernährung. Die hält einen länger wach. Man könnte auch, also zum Beispiel ganz groß, was ich gemacht habe, Nudeln, diese weißen Nudeln, diese weiß... Oh, jetzt alle ins Ziel! Leute, kommt alle ins Ziel! Diese hellen Nudeln einfach ausgetauscht mit Vollkornnudeln. Langt das? 2 Leute sind ich jetzt... Nein! Oh, so knapp vorm Finale. Dann hätte ich zumindest die eine Mission geschafft. Jetzt habe ich gar keine. Wow. Well, that's belastend. Wenn jede Runde so 10 Minuten geht, dann kann ich 6 Mal probieren. Vielleicht ist dieser Part dann 1 Stunde lang. Warum nicht? Let's go. Wer ist in meinem Team? Ich sehe gar nichts. Weapon Squash. Wo war ich denn eben? Was habe ich erzählt? Dass ich das, glaube ich, jedem empfehlen kann. Wenn man Probleme mit Fett hat, dass man einfach auf Proteine geht. Ja, und man muss nicht auf alles achten, sondern einfach nur proteinhaltig essen. Genau. Achso, Nudeln habe ich gesagt, aus Vollkorn. Weil da sind dann auch mehr Proteine drin und Ballaststoffe und die halten ja sowieso länger satt und dann isst man nicht die ganze Zeit. Das war nämlich auch die Kacke mit dem... Wow, okay, das war knappi. Mit den Energy Drinks, da ist da so viel Zucker drin,
dass der glykämische Index, habe ich bei einem Barmer-Seminar für Ernährung mitgekriegt, dass der dann zu schnell steigt und man wieder Heißhungerattacken hat. Irgendwie sowas. Und das hat man mit Vollkorn... Oh nein. Vollkorn-Sachen nicht. Ja, soviel zu meiner Proteinerfahrung, die ich so habe. Und ansonsten mache ich nur noch ein ganz bisschen Sport, so mit... diesen Switch... Wie heißt denn das? Ringfit? Ja, ich gehe da immer gegen. Immer. Ringfit mache ich ein bisschen und Klimmzüge. Klimmzüge machen wir gerade richtig Spaß, genauso wie die Rutsche. Ich liebe das. Das ist auch neu, ne? Dieser Glipper, den haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Zumindest auf meinem Kanal. Ja, ich mache auch noch ein paar Klimmzüge. Da habe ich mir einfach so eine Klimmzugstange geholt, an den Türrahmen rangepackt und immer, wenn ich da dann dran vorbeilaufe, dann mache ich halt ein paar Klimmzüge. Das hilft wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall gut für den Rücken und für die Arme. Ja, da mitten im Stürzen ist. Boah, Hunger. Ja, mehr Glibber. Es gibt ja auch eine ganze Map, die nur aus Glibber besteht, ne? So eine Slider-Map. Vielleicht sehen wir die heute auch nochmal. Die finde ich richtig witzig. Obwohl man da, glaube ich, nicht so viel machen kann, um schneller zu sein als die anderen. Aber die finde ich richtig toll. Let's go! Oh, ein Hamburger hinter uns. So, bei diesen Dingern. Ja, war so klar. Immer wenn ich da ankomme, dann gehen die zu. Aber ich gehe trotzdem lieber zu denen hin, die gerade noch zu sind, weil die dann aufgehen. Gleich muss man aufpassen. Hier, bei denen hier. Da bleibt die Ecken, die bleiben immer richtig lange... Oh, lange zu. Und ich gehe einfach dagegen. Jetzt kann ich doch auf die Seite. Aber die bleiben immer richtig lange zu, weil ich glaube, das Spiel weiß, dass da immer die... Willst du mich komplett... Lass mich hier durch. Dass das Spiel weiß, dass man da am ehesten hingeht. Und Glibberslider am Ende. Das ist auch immer richtig cool. Oh, das, okay, das war eine kurze Runde. Ich frage mich ja, wie viele Leute ich jetzt schon in der ersten Runde verloren habe, weil ich einfach nur über Proteine gesprochen habe. Und wahrscheinlich auch noch falsch. Also das wäre für mich ein Grund zum Abschalten, wenn jemand falsche Sachen erzählt und ich mich einfach nur darüber aufrege. Aber dafür müsst ihr ja erstmal wissen, das besser wissen als ich. Haha! Das wisst ihr bestimmt nicht. So. Achso, doch, die Map kenne ich. Die Map kenne ich sogar. Ideallinie gehen, immer schön nah am Rand bleiben. Jetzt auf der rechten Seite. Und das Coole ist ja, man kann über diese Rampen rüberspringen. Das machen erstaunlich wenige Leute. Und hier weiß ich nicht, ob das schlauer ist, über den Rand zu gehen oder einfach über die Mitte zu gehen. An, wow, sich! Glaube ich aber Mitte. Auch wenn dann das Ding ab und zu wegschubst. Wir sind auf jeden Fall Erster. Das passt doch erstmal. So, aber hier, glaube ich, ist es tatsächlich besser, wenn man einfach über die Seite geht, weil in der... Ja, okay, war vielleicht auch nicht so schlau. Nein, das Hotdog und der Burger! Der Hotdog und Burger waren einfach schneller als ich. Aber ich werde da hochgeschleudert und dann bin ich einfach tot. Das hier ist eigentlich nicht so schwer. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht sofort vor diesen... Oh nein. Oh nein, ich bin so ein Vollidiot. Wieso ist denn in der Mitte denn auch kein so ein Sprungfeld? Mega die Zeit verloren. Die Musik ist mega cool hier. So ein bisschen Splatoon-mäßig. Sind trotzdem Erster geworden. Schneeball-Überlebenskampf. Das ist mega langweilig. Also eigentlich muss man einfach nur in der Mitte stehen und ein paar Selfies machen. Okay, komm. Wir halten uns einfach alle gegenseitig fest. Da kann uns nichts mehr passieren. Oh. Mein ganzer Trupp wird einfach weggeschleudert. Okay, ja, die Map ist langweilig. Ich spule mal ein bisschen vor. Erster! Wow, das war ja schwer. Aber ich habe gesehen, es sind 2, 3 Leute, vielleicht sogar 4 Leute rausgesprungen. Ich glaube, einige sind auch mit Absicht rausgegangen, weil sie gemerkt haben, oh, einer aus meinem Trupp ist raus, kann ich auch sterben. 2 Trupps einfach raus. Wir sind nur noch 3 Trupps. Oh, wahrscheinlich kommt jetzt wieder irgendein Bullshit mit ganz viel RNG und dann kommt das Finale. Nein, siehste, warum ist denn das letzte immer so RNG-mäßig? Ich hasse Reifenlegenden. Ich glaube, es ist gut, wenn man gleich am Anfang in die Mitte rein geht. Ja, das hat ja schon mal richtig gut funktioniert. Dann schieben wir halt diesen komischen Karton hier mal ein bisschen drüber. Da, ein Ring! Bitte nimm mir den Ring nicht weg! Nein! Hotdog, du bist mein Erzfeind, du Hotdog! Und hat er... Hä, wie kommt man denn da hoch? Hält er sich nicht daran fest? Hä, wie kommt man da hoch? Nein, ich hätte mir die Beine nicht amputieren sollen. Ah, so. Amputieren sollen. Oh, ein Goldener. Lucky. Na komm. Ach, gut. Ich glaube, ich habe noch nie einen Goldenen in diesem Spielmodus gekriegt. Damit habe ich ja schon 3. Dann habe ich ja... Wenn jeder von meinem Team nur 3 Punkte gemacht hätte, dann wären wir schon bei 12. Das heißt, ich habe mindestens ein Drittel meines Teams jetzt schon gemacht. Ja, Lizzy, ist richtig gut. Kannst 10 durch 3 rechnen, ne? Ja, richtig toll. Wow. Aber das war doch nicht ein Drittel, sondern ein bisschen weniger. Aua. Ich hasse das. Und wir brauchen nur 24 Punkte. Nur noch 2. Ein Goldener, dann sind wir durch. Ein Normaler, dann sind wir... Okay, easy. Hey, mein Team ist richtig gut. Okay, wir sind auf jeden Fall im Finale. Dadurch kriege ich schon mal das Tütü. Das Tütü ist ja schon mal nice. Und wir wollen schon mal nicht Erster in dieser Runde. Okay, gegen iPhoneX, Le Clown, Dark Ryox und Evans Kebab.
Oh nein, das sind die Hamburger und die Hotdogs. Damn, Son. Bitte was Cooles. Bitte diese Rolle. In dieser Rolle bin ich richtig gut im Finale. Ah, Sprungprobe. Ja, ist auch in Ordnung. Aber nicht so witzig. Ihr wisst, welche Rolle ich meine, ne? Wo Glibber überall drumrum ist und die sich dann in zwei verschiedene oder vier verschiedene Richtungen drehen und wo dann immer so Hindernisse kommen. Die finde ich am geilsten im Finale. Wenn es nicht im Finale ist, ist es langweilig, aber im Finale, da hast du ja kein Zeitlimit. Beziehungsweise ein richtig, richtig langes, das sowieso nie ausgeschöpft wird. Da bin ich richtig gut. Na gut, dann lass mal ein bisschen konzentrieren, denn ich möchte das tatsächlich gewinnen gegen das eklige Fastfood. Ich bin jetzt ein Protein-Typ. Guck, das Fastfood hält mich fest. Das ist ein Fastfood-Bär. Wie süß ist das denn? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der Burger hat ein Gesicht. Richtig süß. Oh Gott. Okay, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier alle auf einem Platz sind. Der da drüben macht es richtig. Wenn er da ganz alleine auf der anderen Seite ist. Und ich glaube... Ah, okay, es sind nicht nur die blauen Platten, die wegfliegen. Man gerade da drüber, aber ich dachte gerade. Na gut. Mann, könnt ihr mal aufhören, mich die ganze Zeit festzuhalten, ihr komischen Typen? Dann haltet euch jetzt auch fest. Was haltet ihr? Oh, haltet ihr davon? Haha, pun intended. Und nein. Ich kann überleben. Nein, ich bin so dumm. Team, ihr macht das, oder? Nein, ich glaube, ich habe damit das Finale verkackt. Die kriegen jetzt so viel weniger Punkte. Ist schon einer von den Gegnern raus? Also drei von mir sind da drin. Eins, zwei, ich zähle nur drei. Okay, drei. Anscheinend ist von den Gegnern auch schon einer raus. Warte, eins. Oh, hä? Moment. Zwei von mir? Einer von den Gegnern? Ah, es geht gar nicht nach Punkte. Der letzte Überlebende ist es natürlich. Oh, dann ist das ja sowieso egal. Okay, einer von euch beiden. Tütü-Typ, du hast Erfahrung. Ist der andere einfach runtergesprungen? Habe ich es einfach geschafft im zweiten Versuch? Hey, ich hätte gleich Truppen machen sollen. Warum sagt mir das denn keiner? Ich habe so viel mit Hakenzahn vorhin gespielt. Bestimmt 6 Runden oder so. Und kein einziges Mal gewonnen. Dabei hätte ich mich einfach nur carryen lassen müssen. Beim Trupp. Kriege ich jetzt mein Tütü? Und meine Puschel? Und oh, das wäre richtig geil. Das sieht bestimmt auch witzig aus mit dem Meerjungfrauen-Kostüm hier. Und ich weiß immer noch nicht, was man mit den Kronen machen kann. Aber okay. Na, dann lass mal angucken. Wir können jetzt, glaube ich, beides abholen. Wir haben jetzt 800 von 1000. Ja, ich kann beides abholen. Nice! Die Puschelbohne. Dann lass mal gucken, wie das aussieht. Einmal das Oberteil. Aha, ja, okay, interessant. Und zusammen mit dem, was ist da? Tütü. Ja, ist in Ordnung. Ich bin sogar ein Hingucker. Nice, Epic XP. Keine Ahnung, was man damit macht, aber okay. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht meins. Ich glaube, ich bleibe bei meinem alten Skin. Den fand ich eigentlich ganz cool. Hier könnt ihr dann noch mal sehen, wie der Meerjungfrau-Mann oder Frau, Meerjungfrau-Frau Skin aussieht. Aber ich finde, so sieht das schon am geilsten aus irgendwie. Gut, dann haben wir es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bye, bye!